Hallo, 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 da sind wir wieder. Ein bisschen später als geplant, aber es geht weiter. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit jetzt schon wieder vergangen ist, aber ich denke mal, das müssen so 5 Monate oder so her sein. Ja, eine sehr lange Zeit, aber ich habe das Spiel nicht vergessen. Warum das passiert ist, das kann ich, denke ich mal, im Laufe des Spiels dann weiter erklären. Wir haben ja hier eine Menge zu tun. Erstmal muss ich sagen, dass auch ich jetzt hier nicht weiter geguckt habe, wo wir stehen geblieben sind. Deshalb kann es sein, dass ich zum Anfang ein bisschen rumirren werde und nicht mehr weiß, wo was passiert ist und so weiter. Auch weiß ich jetzt nicht mehr genau die ganzen Tastenkombinationen und wie das alles ging. Aber ich denke, das wird alles besser werden. Okay, ich glaube, wir waren hier fertig gewesen im, ja, was ist das, Hafenviertel? Jedenfalls haben wir alle Monster gekillt und also alle Meuchler und was ja alles so rumgelaufen ist, haben wir fertig gemacht. Ganz wie es unsere Art ist. Und ich glaube, wir waren auch schon im Magierlabor drin. Gleich auf Anhieb gefunden, das gibt's ja gar nicht. Und wir wollen jetzt natürlich erstmal mit all den Leuten reden, die hier draußen noch so rumschwirren, und dann werden wir mal weitersehen, in welcher Reihenfolge wir dann die Gebäude betreten. So, das ist die Agnes und die sagt, dass, ja, Hemmel kindisch ist. Wer auch immer Hemmel ist, dann reden wir hallo. Mit Morden. Morden sagt hallo. Was sagt er hallo. Noch? Hallo. 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 Das bringt nichts. Na, dann reden wir mal mit Hemmel. Ich grüße euch. Ja, ich grüße dich auch. Ich dachte, jetzt kommt da noch mehr. Ach so, seine Frau und Butler. Na, was hat er noch zu sagen? Ob wir einen Mann namens Kallik gesehen haben, er hat von ihm ein Amulett erhalten und scheint sie vergessen zu haben. Aha. Agnes meinte, dass man ihm nicht trauen könne. Okay, aber das scheint so ein kleiner Streit hier zu sein, da wollen wir nicht weiter. Nein, das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und da wollen wir doch nicht weiter stören. Okay, was für Probleme gibt es? Helfen wollen wir sie, wollen wir denen aber trotzdem noch, oder? Aha, der Mann Carlos, auch wie auch immer, wollte ihnen wohl helfen, aus dem aus der Quarantäne zu entweichen und einen Fluchtweg aus Neewinter zu finden. So, er wollte einen Transport arrangieren, der uns vom Hafen weit wegbringen würde. Und die haben dafür ihr Amulett gegeben, so ein Trottel. So, wer war denn dieser Mann? Ein wohlgekleideter Gentleman mit namens Kallik. Aha, er soll sein eigenes Schiff erhalten, oder würde es bald. Ja, Hemmel ist ein Dummkopf, das haben wir schon. So, und ihr habt ihn wirklich mit dem Amulett bezahlt? Ja, es war, hat er gemacht, ist er dumm. Mit, das war ein wertvolles Familienerbstück auch noch. Ja, 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 Agnes, das haben wir doch jetzt lange schon kapiert, du warst dagegen. So, wie wertvoll ist wertvoll? Ja, das wollen wir wissen. Ach, sentimentaler Wert. Ja, 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 ja. Mann, Agnes, halt doch mal dein. So, wer war dieser Mann? Ah, das hatten wir schon mal. Und ich sag mal, ja, darum kümmern wir uns. Herr Kallik. Er würde sein Schiff vorbereiten, doch verließ uns statt einwärts. Aha, er hat auch so einen Zettel, so einen Auktionszettel fallen gelassen. Also werden wir ihn wahrscheinlich bei der Auktion treffen. Ja, es trägt ein Master-Sohn-Wappen und kann leicht identifiziert werden, das Amulett. Na, dann werden wir mal gucken, ob wir das nicht irgendwo mal finden. So, da waren wir, das ist eine Truhe. Gehen wir mal in Handelshaus rein. Ne, im Handelshaus, da ist es doch, oder? War das im Handelshaus? Muss ich selber nochmal gucken, untersuchen. Ne, es findet in der schäbigen Schenke statt. Aha, die war doch hier auch irgendwo, ne? Goldener Apfel, da haben wir sie. Dann gehen wir erstmal in Handelshaus rein. Wen haben wir? Ah, nee, ja, Mann. Ach nee, ist ja. Ich dachte, Helmut wäre ein Name, aber. Ich grüße euch. Das sind ja hier diese komischen Priester. Ja, ich möchte gerne gesegnet werden. Bringt zwar nichts, aber. Warum nicht? Ist kostenlos. Und das muss man mitnehmen. Okay, rein hier in die. Was waren es jetzt hier nochmal? Handelshaus, ne? Handelshaus Silbersegel. Oh, ich muss mich mehr konzentrieren. Okay.
Was ist denn hier los? Ah, gut, mit Tab war das. Oh nee, das hört sich gar nicht gut an. Hört ihr das? Ach du Scheiße. Hast? Hey, ich finde sogar die Tasten auf Anhieb. Damit habe ich noch gar nicht gerechnet. Ein Feuerkäfer. Oh mein Gott, wie waren die denn drauf? Weiß das noch mal jemand? Zauber der Geistesbeeinflussung. Die sind nicht gegen Feuer immun? Ach was? Da machen wir auch keine halben Sachen hier, ne? Wenn denn gleich ein paar hundert oder was? Was ist was mit brennenden Händen? Das ist der einzige Massenvernichtungsspruch, den ich habe. Gefällt mir gar nicht. Hallo? So. Kommen wir da durch? Ja, du sollst durchgehen. Ey, du Hund. Versuchen wir es nochmal. Anscheinend sind die zu blöd, durch eine Tür durchzugehen. Gehst du durch jetzt mal? Der geht nicht durch. Kann Ziel nicht erreichen mehr. Was? Spinnst du? So, was machen wir denn dann? Ah, ein Säurefall hinterher. Na, siehste. Da haben wir die Übeltäter aber auch schon entdeckt. Hallo? Durch, durch, lauf. Waren schon alle? Nee, da hinten sind doch noch welche. So, Mietz, 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 Mietz. Komm mit. Oh, der trifft mich sogar. Also ich meine, der trifft mich und macht Schaden. So. Ah, ich brauche dringend den Feuerball. Ich brauche ganz dringend den Feuerball. Ja, und da ist der nächste tot. Ich muss mal gucken, können wir den auch mit den... Oh, hätten wir uns alle sparen können. Der Kältestrahl reicht aus. Boah, das ist ja fies. So, ich glaube, das lohnt sich gar nicht, die zu plündern, weil die alle nur den wunderschönen Käferbauch haben. Ist übrigens auch eine Delikatesse hier in Niewinter. Hoffe ich doch mal. Ich kann mich nicht ausruhen, solange Feinde in der Nähe sind. Na, wo sind denn hier Feinde? Wahrscheinlich hier geht's wieder raus, oder? Nee, da geht's hoch, raus, wie auch immer. Dann müssen wir mal gucken, was hier so abgeht. Aha. Keine Falle? Keine Falle. Sehr gut. Eine Riesenspinne. Okay. Wenn das alles ist, bin ich ja zufrieden. Und nochmal ein Feuerkäfer. Na, das geht doch. Dann machen wir mal einen Säurefall auf die Riesenspinne. Mit den Feuerkäfern kommen wir ja gut klar. Das haben wir schon gesehen. Siehste? Siehste? Kommen wir richtig gut klar. Da kommt die Spinne hinterher? Ja, kommt. Dann kriegt sie nochmal einen Feuerfall vor dem Latz. Und das war's mit ihr. So, hier. Komm, weg. Nicht weg? Okay, dann nicht weg. Aber dafür gleich weg, ne? Hallo? Super. Also mit der Verzögerungszeit bringt das nichts. Ach, aber dafür ist der weg. Ja, also ich glaube, wir können die brennenden Hände, den bei der nächsten Levelaufstieg, vielleicht schon umtauschen. Gegen irgendwas anderes. Jetzt weiß ich nicht, wo die dumme Spinne gestorben ist, aber ich glaube, das war hier hinten. Also hat sie nichts fallen gelassen, ne? Ah, das war wieder so ein Feuerkäfer. Ah. War's. Was haben wir denn hier noch? Ah, da hinten ist ja noch eine Tür. Aber die Fässer, die nehmen wir mal schon gleich mit. Oh, das hört sich immer noch Spinnen an. Können wir uns hier ausruhen? Können wir. Das machen wir mal. Und bevor ich da reingehe, werde ich, glaube, mich mit Hast rüsten. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da auf uns wartet, aber irgendwie, das kann nicht alles gewesen sein. Es waren bloß ein paar Feuerspinnen. Hallo? So, was haben wir denn da? Hast. Na, machen wir mal. So, das. Das. Und das. Was ist das für Schutz vor Bösen? Ach. Was soll der Geiz? Rauf damit. So, und dann gucken wir mal rein da. Okay. Falle ausgelöst.
Ganz super. Falle ausgelöst. Immer superer. So, was haben wir denn hier? Leichte Wunden heilen, reicht der? Nein, dann machen wir gleich noch einen. Weil es so schön ist. Haben wir noch Hast? Wo sehe ich einen Hast? Ach, da ist Hast. Ah, ich glaube, ich speichere jetzt mal lieber. Das ist mir... War das nicht G? Speichern? G? Nicht? Shift G? Auch nicht. Ja, wie speichert man hier nochmal? Ah, das muss ich mal nachgucken. Steuerung. Tastaturkürzel. Ja, es müsste dann spielen nicht, oder? Ich hab doch keine Ahnung. Markus, hier haben wir doch was. Tagebuch Schnellchat. Schnellchat? Gehen wir erstmal mit schnell speichern. Ah, SL. Was auch immer das ist. Schnell speichern. G. Bist du blöd? Was drücke ich denn hier die ganze Zeit? Ich kann nicht speichern. Dummes Ding. Dann machen wir das wie richtige Männer. Wir gehen halt einfach mal da rein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Rennen, rennen. Ah, ist schon verletzt. Sehr gut. Das war ja nix. Das war ja nix. Und auch eine 74 Erfahrung gebracht. Das Mistdingens. Na, dann wird ja... Oh, nee, doch nicht. Ich dachte, dann wird der richtige Gegner hier drin sein, aber ist er nicht. So, was hat sie denn hier uns noch hinterlassen? Eine Rüstung nicht identifiziert. Rüstungsarmschiene plus 1. Ja, es ist zu viel zu schleppen. Wissen und... Was haben wir hier noch? Frostbolzen. Na, dann machen wir mal... Wie schwer ist denn der Dreck? 30, ja, okay. Da darf er sich mal beschweren. Wo habe ich das hingehauen? Hier oder hier? Hier. Wollte ich nicht irgendwann mal Beutel kaufen? Wieso habe ich keine Beutel gekauft? Doch, hier habe ich doch Beutel. Was ist denn das für eine? 80. Ah, der ist gut. Öffnen. Der ist gut. Und jetzt sind wir runter. Oh, sehr schön. Auf 54. Na, das hat sich doch gelohnt. Na, der bleibt. So. Mit O. Wo gehen wir jetzt hin? Dahin, ne? Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Nach oben. Unten. Raus. Ich hoffe, das ist nicht raus. Oh, vielleicht hat hier doch irgendeiner einen Schlüssel. Also wenn es jetzt hier rausgeht, dann haben wir ein Problem. Nee, geht es nicht. Es geht hoch. Wenn es hochgeht, haben wir ein Problem. Was ist denn hier? Ah. Was ist hier? Feuerkäfer, Hirschkäfer. Was sind Hirschkäfer? Herausfordernd. Ja, wieso nicht? Ich habe das Gefühl, die sind böse. Ja, na klar. Der ist vor mir da. Und macht auch noch gleich ein... Oh, 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 oh. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Die muss ich im Hafen abhängen. Das geht ja gar nicht. Ich hoffe, der ist jetzt nicht schon wieder vor mir draußen. Dann habe ich aber wirklich mal so richtig ein Problem. Läufst du so? So, dem Tode nahe. Ja, genau so fühle ich mich gerade. Okay, anscheinend kommen sie nicht mit raus. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob mich das glücklich machen soll oder nicht. Ich habe nur noch einmal Hast und das ist schlecht, weil ich danach kein Feuerfall mehr habe. Ich muss mich nochmal ausruhen. Und wieso geht G nicht? Ja, geht doch auch. Nur nochmal gucken. Es war doch diverse. Schnell speichern G. Sofortiger Tod. Z. Achso, Schöpfungsprogramm. Kamera. Dingens. Spielerliste ausruhen R. Ich drücke R, alles geht. G geht nicht. Okay.